Auch einige Muslime werden in ihren Gräbern bestraft werden. Dazu lese ich einen Hadith von dem Prophet Muhammad a.s. Der Prophet Muhammad a.s. ging an zwei Gräbern vorbei und sagte: Die Bewohner dieser Gräber werden gepeinigt. Und dabei geht es nicht um schwerwiegende Sünden. Einer von den beiden ging herum und verbreitete üble Nachrede über die anderen. Und der andere, der gepeinigt wird in seinem Grab, hat sich nicht von seinem eigenen Urin in Acht genommen. Was auch dazu führt, dass Muslime in ihren Gräbern bestraft werden und gepeinigt werden, ist Lästern über Menschen, Unzucht, also Zina, Riba, Zinsen nehmen oder Zinsen abgeben. Und wenn jemand eine anvertraute Sache bekommen hat von einem anderen und er gibt ihm das nicht zurück. Und wenn man Geld geliehen hat von einem Mensch und gibt ihm das nicht zurück. Das sind Ursachen für die Beinigung und die Bestrafung im Grab bei einigen Muslimen. Jetzt kommen wir zu den Zeichen des jüngsten Tages. Der Prophet Muhammad a.s. und seine Entsendung ist ein großes Zeichen für den jüngsten Tag. Und der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt: Allah hat mich entsandt, weil vom Leben nicht viel übrig geblieben ist. Und zeigte er auf seinen Mittelfinger und Zeigefinger und sagt: Das hier, was die Menschen erlebt haben, die Menschheit erlebt haben, und das, was hier übrig geblieben ist, also der Abstand zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger, ist das, was vom Leben übrig geblieben ist. Und der Prophet Muhammad a.s. ist ein Zeichen, ein großes Zeichen für den jüngsten Tag. Denn Allah sagt im Koran: Und wir haben dich als Barmherzigkeit für alle Welten geschickt. Der Prophet Muhammad a.s. hat 100 kleine Zeichen für den jüngsten Tag angekündigt oder vorangekündigt und 10 große Zeichen. Die meisten 100 kleinen Zeichen sind passiert, sind vorgekommen. Er sagte: Die Kameltreiber werden wetteifern in deren Häusern, in der Höhe deren Häusern. Und subhanallah, das sehen wir in Dubai. Was noch übrig geblieben ist, sind zwei Zeichen. Dass Al-Imam al-Mahdi kommen wird und die Muslime zusammenführt und als Khalife für die Muslime und Imam für die Muslime und ein Richter für die Muslime sein wird. Was noch von den kleinen Zeichen übrig geblieben ist, ist die Eroberung Rom. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt: Rom wird erobert durch La ilaha illallah. Nicht mit Kriege, sondern durch La ilaha illallah. Und das deutet Allahu a'lam darauf hin, dass so viele Menschen in Europa den Islam annehmen werden. Die 10 großen Zeichen sind, ich werde die vorlesen. Also die Reihenfolge von diesen großen Zeichen ist uns nicht bekannt. Wir wissen gar nicht, was zuerst passieren wird. Nur 3 können wir einordnen, nämlich der Messias Dajjal, danach kommt Jesus zur Erde, Isa a.s. und danach kommt Ya'juj und Ma'juj. Das sind die 3 Zeichen, die von der Reihenfolge geordnet worden sind. Die Reihenfolge der restlichen Zeichen sind uns unbekannt. Wir wissen gar nicht, was zuerst passiert. Und das ist Verborgenheit und das kennt nur Allah. Wir dürfen uns nicht so sehr mit den Zeichen des jüngsten Tages beschäftigen. Viele Leute haben sich beschäftigt mit den Zeichen des jüngsten Tages und sind in Irre gegangen. Für den Muslim ist es wichtig zu wissen, dass diese Zeichen von dem Prophet Muhammad a.s. erwähnt worden sind, dass sie passieren werden. Was viel wichtiger für uns ist,
ist der Tod. Der Tod ist der Beginn des jüngsten Tages für jeden von uns. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Die Sonne, wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann hilft keine Reue mehr. Ein Kafir bleibt Kafir und ein Muslim bleibt Muslim. Wenn die Sonne vom Westen aufgeht, alle Menschen werden gläubig werden. Aber Allah nimmt die Reue von diesen Menschen nicht an. Ein Muslim bleibt Muslim und ein Kafir bleibt Kafir. Nummer zwei ist der Masih al-Dajjal. Das ist ein Lügner und eine Versuchung für die Menschheit. Allah wird diesen Mensch so viel Macht geben, dass er behaupten wird, dass er Gott wäre. Und viele Menschen werden an ihn glauben als Gott, weil Allah ihm so viel Macht geben wird, um die Menschen zu selektieren, wer tatsächlich an Allah glaubt und wer nicht. Dieser Dajjal wird behaupten, dass er Gott wäre. Der wird Hölle mitbringen und Paradies mitbringen. Der wird Menschen auferwecken und Menschen sterben lassen. Der Prophet Muhammad a.s. hat uns vor ihm gewarnt, dass er ein Lügner ist, dass er nur ein Auge hat und auf seinen Stern hier steht Kafir. Jeder Muslim wird das lesen können, auch derjenige, der nicht mehr lesen kann. Die dritte Zeichen des jüngsten Tages, dass der Prophet Isa a.s., Jesus a.s. runterkommt zur Erde und der wird hinter einem muslimischen Imam beten. Also der kommt nicht als Prophet und der kommt nicht als Gesandter des allmächtigen Gottes, sondern er kommt als Muslim auf diese Erde zurück und der wird die Scharia von dem Prophet Muhammad a.s. weiterführen und der wird wie ein normaler Mensch sterben und bevor er stirbt, tötet er diesen Masih al-Dajjal in Palästina, in Lid. Er tötet ihn mit einem Schwert. Und der wird, also der Prophet Isa a.s., der wird der Anführer von den Muslimen sein. Er wird das Kreuz zerbrechen und er wird das Schwein töten. Und das ist ein Zeichen, dass er nicht gekreuzigt worden ist, wie Allah im Koran sagt. Und das ist auch ein Zeichen, dass Schweinefleisch im Christentum verboten ist. Was die Leute im Nachhinein erlaubt haben aus wirtschaftlichen Zielen. Also Nummer vier, dann kommt ein Volk namens Ya'juj und Ma'juj. Das sind Menschen, die alles fressen werden. Sogar einen kompletten See in Palästina trinken werden. Und diese Menschen werden die Muslimen verfolgen und werden auch Jesus verfolgen. Und die Muslime mit Isa a.s., mit Jesus a.s., sie werden auf einen Berg steigen und dort sich verstecken, weil diese Menschen sehr, sehr gefährlich sind. Dann wird Allah kleine Tiere schicken, die in ihren Gehirn reindringen und sie vernichten werden. Nummer 5, der Koran wird aufgehoben. Die Gelehrten werden aussterben. Das Wissen wird verschwinden. Nummer 6. Die Menschen werden Götzendiener werden und werden dem Shaitan anbeten. Nummer 7. Die Kaaba wird zerstört werden. Nummer 8. Allah wird ein Tier auferwecken, das mit den Menschen spricht. Nummer 9. Allah wird Rauch auf die Erde schicken. Dadurch werden die gläubigen Muslimen sanft sterben und auf dieser Erde bleiben nur Ungläubigen. Nummer 10, es wird ein gewaltiges Feuer ausbrechen in Jemen. Dieses Feuer wird die Menschen, die Ungläubigen, in Syrien, in Damaskus versammeln. Der jüngste Tag kommt nur auf ungläubigen Menschen. Weil das eine Art Bestrafung ist.